Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Online-Pfingstgottesdienst hier in der Kirche Safenwil. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar geworden ist, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Amen. Ich lese euch aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 1 bis 13, wie die ersten Christen das Wunder von Pfingsten erlebt haben. Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle beisammen an einem Ort. Da entstand auf einmal vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf jeden von ihnen ließ eine sich nieder. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun jenes Tosen entstand, strömte die Menge zusammen und sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos und sagten völlig verwundert: Sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hört? Parther und Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, von Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asia, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem kyrenischen Libyen und in der Stadt weilende Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir alle hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie waren fassungslos und ratlos, fragte einer den anderen: Was soll das bedeuten? Andere aber spotteten und sagten: Die sind voll süßen Weins. Liebe Gemeinde, in der Schriftlesung haben wir vorher die Geschichte vom Pfingstfest gehört. Da ist ja einiges los. Der Heilige Geist ist am Wirken, das bleibt auch für Außenstehende nicht verborgen. Schwer zu verstehen, was da passiert. Muss man das dem Geist von mir zuschreiben? Da kann ja auch allerhand Wunderbares bewirken. Was Gottes Geist tut, ist nicht ohne weiteres verständlich. Für die Predigt nehme ich heute einen Text, der zuerst gar nicht wie ein Pfingsttext stöhnt. Er beleuchtet das, was am Pfingsten passiert ist. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Verse 23 bis 27. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Liebe Gemeinde, ihr werdet es gemerkt haben, die Brücke zu Pfingsten stellen die Worte über den Heiligen Geist dar. Und doch ist der Text viel nüchterner als der Bericht vom ersten Pfingstfest. Man könnte fast sagen, schweizerischer. Der Pfingst spricht aus der Apostelgeschichte mit dem Brausen vom Heiligen Geist und mit dem besonderen Phänomen scheint eher etwas für die Pfingstgemeinden zu sein, die sich ja nach dem Pfingstereignis ihren Namen geben. Hier hätten wir dann eher einen Pfingsttext für unsere reformierte Kirche.
Letztendlich kommt es aber darauf an, beides nicht gegeneinander auszuspielen, sondern zusammenzuhalten. Hier werden uns also ganz andere Wirkungen vom Heiligen Geist genannt. Sie sind weniger spektakulär, aber nicht weniger wichtig und genauso Wunder von Gott. Wir tun gut daran, Wunder nicht nur am Aussergewöhnlichen festzumachen. Wir haben hier den Kern von dem, was das Wirken vom Heiligen Geist dauerhaft ausmacht. Jesus steht vor seiner Rückkehr zu seinem Vater. Da stellt sich für die Jünger die Frage, wie geht es nachher weiter? Was oder wer kommt, wenn Jesus geht? Verabschiedet er sich dann aus der Geschichte? Also nach dem Motto, das Ganze war eine schöne Zeit gewesen, aber wenn Jesus weg ist, ist sie unwiederbringlich vorbei. Dann wäre die Trauerarbeit angesagt. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Jesus zwar äußerlich geht, dass aber seine Ideen und Ideale weiterleben. Der Gedanke von der Gottes- und Nächstenliebe, die schöne Gleichnis und Bergpredigt, das scheint bis heute nicht ganz ohne Erfolg zu sein, weil viele von unseren Zeitgenossen halten Jesus nach wie vor für ein grosses Vorbild, das bleibend gültige Werte und Ideale verkörpert. Also geht das Ganze innerlich weiter? Wenn das Reich von Jesus das Reich von der Innerlichkeit wäre, dann wäre, wie auch im vorherigen Fall, die ganze Kirche ein einziger grosser Irrtum. Dann käme es nicht auf Gottesdienst und Kirchen an, sondern auf Mystik, Meditation und Innerlichkeit. Was bleibt, wenn Jesus geht? Er bereitet seine Jünger auf die Situation nach seinem Weggang vor. Er verspricht ihnen, ich lasse von mir hören, ich lasse euch nicht allein zurück. Ihr werdet nicht als Weise euer Dasein fristen müssen. Ich komme zu euch. Die Bibelworte sind aus den sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Abschiedsreden haben in der Antike eine feste Funktion. Wir finden sie mehrmals im Alten Testament. Da geht es nicht nur um ein bisschen Lebewohl, sondern um mehr. Ein alter König oder General dankt ab, blickt auf sein Lebenswerk zurück, sagt nochmals, was ihm wichtig ist, blickt gegen vorne auf die anstehenden Aufgaben und übergibt das Amt an seinen Nachfolger. Ähnlich ist das hier bei Jesus. Sein Abschied steht bevor. Und er stellt sich die Frage, wer das von ihm angefangene Werk weiterführt. Die Jünger, die ihn 3 Jahre lang begleitet haben, die ihnen das allein zumuten, sie sind dazu überhaupt in der Lage. Wer kann die Stelle von Jesus einnehmen? Jesus denkt in der Tat an einen Nachfolger. Aber nicht an Petrus oder an einen der Jünger, sondern an seinen Heiligen Geist, den er schicken wird und der sein Werk weiterführen wird. Damit fängt etwas Neues an. Eine neue Epoche in der Geschichte von Gott, in dieser Heilsgeschichte. Aber nicht eine Zeit ohne Jesus, sondern eine neue Zeit mit ihm. Es ist anders als vorher, als er sichtbar bei seinen Jüngern war. Aber er ist auf andere Weise gegenwärtig. Ich komme zu euch. Mein Vater wird euch in meinem Namen den Heiligen Geist senden. Er wird bei euch sein. Er wird das Werk weiterführen, das ich angefangen habe. Der Heilige Geist wird in einigen Übersetzungen als Tröster bezeichnet. Das ist eine mögliche, aber nicht die einzig mögliche Übersetzung. Das griechische Wort Paraklet steht hier und an 3 anderen Stellen im Johannesevangelium. Das bedeutet mehr Fürsprecher, Beistand, Anwalt, Advokat. Es ist ein Fachausdruck aus der Gerichtssprache. Es bedeutet, einer, der vor Gericht für mich redet, meine Sache vertretet. Der Heilige Geist als Beistand, Fürsprecher, Anwalt. Er tretet für mich ein. Auch vor Gott. Wenn mir im Gebet die richtigen Worte fehlen, wenn ich nicht weiss, wenn ich mein Anliegen vor Gott formulieren soll. Er weiss es und er vertritt mich vor Gott, manchmal auch ohne Wort. Mit unaussprechlichem Seufzen, wie es der Paulus einmal formuliert hat. Für Gott genügt das. Er versteht mich auch ohne gescheite Worte und durchdenkte Argumente. Aber der Tröster, der Heilige Geist, der mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist eine Schlüsselaufgabe vom Heiligen Geist, nämlich lehren und erinnern.
Das könnte man jetzt so verstehen, als ob durch das Theologen arbeitslos werden. Wenn uns der Heilige Geist Wort von Jesus mitteilt und verstehen lässt, für was sollen sich denn noch Theologen den Kopf darüber zerbrechen? Wer so denkt, verwechselt zwei Sachen, die beide wichtig sind. Um die Bibel zu verstehen, braucht es fleissige Theologen, die die Sprache lernen, Geschichte studieren und uns somit hineinnehmen können in die Welt, in der Jesus gelebt hat. Das ist nötig. Aber es ist der Blick von außen. Eins kann historische und sprachliche Arbeit nicht. Wir zeigen und wir sicher machen, dass in der Bibel Gott zu mir persönlich redet. Dass es nicht nur ein Wort von der Vergangenheit sind, sondern dass sie mich in meinem Leben treffen. Stellt euch vor, einer tritt bei uns auf und sagt, der Heilige Geist hat mir gesagt, dass Kilsafenwil nach Australien auswandern soll. Da würde jemand eine Autorität für sich beanspruchen, die schwer angreifbar ist. Wer macht sich schon an, über den Heiligen Geist zu stehen und zu widersprechen? Es ist aber nicht nur einer, der den Heiligen Geist bekommen hat und für sich in Anspruch nehmen kann. Alle Christen haben den Heiligen Geist. Alle sind aufgerufen, zu prüfen. Am Bibelwort zu prüfen, ob es in Übereinstimmung damit steht. Das führt viel schon weiter. Jetzt steht in der Bibel nichts von einer Auswanderung nach Australien. Hier gilt es zu prüfen mit Kopf und Verstand, mit der Bitte an Heiligen Geist um Klarheit. Viel ist auch die Gabe von der Geisterunterscheidung nötig. Ist es wirklich der Heilige Geist? Geht es um einen mutigen Glaubensschritt oder will da nur jemand Macht über uns ausüben und nimmt dafür den Heiligen Geist in Anspruch? Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wie der Heilige Geist, so ist auch der Frieden, den Jesus uns zurücklässt, ein Abschiedsgabe, ein Vermächtnis. Mehr noch, auch der Frieden, den Jesus gibt, ist ein Werk vom Heiligen Geist. Ich kann mir diesen Frieden nicht selber machen oder geben. Er ist keine menschliche Möglichkeit. Der Frieden von Jesus trägt in allen Erschütterungen und Turbulenzen vom Leben. Da macht er ruhig, gelassen und sicher. Es gibt vieles, was unser Leben aus der gewohnten Bahn werfen kann. Eine schwere Krankheit oder ein Unfall kommen unerwartet. Oder natürlich jetzt die Corona-Krise. Die Wirtschaftskrise, der Verlust vom Arbeitsplatz oder der Konkurs der Firma. Vor allem in dieser Corona-Zeit ist das ja schnell möglich. Oder eine Beziehung scheitert. Mobbing am Arbeitsplatz oder in der Schule. Also man wird ungerecht behandelt und man kann sich nicht wehren. Und mit sie all dem Frieden, ein ruhiges und gelassenes Herz. Kein unangefochtener und weltfremder Frieden, sondern ein Frieden mit im Schmerz und im Leiden. Frieden für verzagte und furchtsame Herzen. Frieden, der in den Stürmen vom Leben dreht. Der Frieden von Gott ist kein Kuschelfrieden. Es ist ein Frieden, der in allen Erschütterungen durchdreht und in der letzten schweren Erschütterung im Tod. Da ist das Herz verzagt und furchtsam. Da helfen billige Vertröstungen und Kopfhochparolen nicht weiter. Da zeigt sich, ob der Frieden Bestand hat. Und er hat Bestand, weil es der Frieden von Jesus ist, der Frieden vom lebendigen, auferstandenen Jesus. Amen. Wir neigen uns zum Gebet. Heiliger Geist, du Tröster und Beistand, tröst die Betrübten, stärkt die Angefochtenen, die Verfolgten und alle, die um Jesu Christi willen Unrecht oder Bedrängnis leiden müssen. Treib uns an, an sie zu denken und lass uns in der Fürbitte nicht müde werden. Heiliger Geist, du Geist vom Glauben, stärkt Christenheit, und lass sie feststehen auf dem einzigen Felsengrund, der geleitet ist in Jesus Christus. Du Geist von der Liebe, verbind Christenheit aufs Neue und lass sie eins werden in Jesus Christus, ihrem Herr und Haupt. Du Geist von der Hoffnung, beleb Christenheit und mach sie durch dein Licht zum Licht in dieser Welt von der Hoffnungslosigkeit und vom Tod. Und gemeinsam möchten wir
das Gebet beten, was Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir kommen noch zum Schluss sagen. Christus spricht: Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch eine schöne Pfingstzeit.